Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Nerim. Nun möglicherweise in der, vielleicht in der letzten Folge, wer weiß. Was ich auf jeden Fall weiß ist, was wir gemacht haben. Wir sind jetzt mit dem Sternschiff der, dem Schiff des Sternvolkes nach Anku gereist, von Anku hierher gereist und nun müssen wir gegen die hier gegen Seraphim, Magier und gegen die göttlichen Paladine kämpfen. Und wir müssen jetzt hier in Innodan Tyr und Iranda finden und gerade Tyr töten. Bisschen, was mich das ein bisschen erinnert, so gesehen. Das erinnert mich ein bisschen an God of War 3. Da sind wir ja, ist ja auch unser Ziel, den höchsten der Götter zu töten. Und da klappt es auch. Ob es hier klappen wird, wer weiß. Noch ein göttlicher Paladin. Jeder andere wird bekämpft. Das wirst du bitter bereuen. So. Zum Glück kann ich recht gute Hiebe. Sehr schön, habe ich noch erwischt. Bats. Sehr schön. Was haben wir hier? Müssen wir hier ein Feuer entzünden? Oh, hier steht was. Oder nicht? Vielleicht ist hier ja etwas, ein Hinweis. Ah, okay, damit müssen wir das machen. Okay. Gut, dann rüste ich diesen Zauber auf. So, Schriftrollen. Die sind natürlich im Waffeninventar, wo sonst? Zweite. Aha. Jetzt haben wir was bewirkt. Mhm. Ah, sieht mal. Okay. Wir haben also praktisch zu dem Turm eine Art Leitstrahl geschickt und jetzt müssen wir sicherlich noch auf der anderen Seite da was machen, was ähnliches. Und dann haben wir das mal gemacht. Gelöst. Gut. Ja, wir stehen kurz vorm Finale. Wir haben jetzt... Moment. Diese haben wir, die halbe war das also, dann haben wir noch eine, ja, und das sind wir in dieser. Es wartet noch, meines Wissens nach, also jetzt noch diese und dann die nächste Quest. Aber wie ich schon ein paar Mal sagte, selbst sobald es, sobald wir fertig sind, ist es nicht, damit getan. Es wird noch weitergehen, es wird noch Bonusfolgen geben, das verspreche ich euch. Da wird einiges folgen. Gedichteband. Den nehme ich mal mit. Rolle der Feuerfackel und Rolle der Feuerfackel. Noch eine. Gut. Dann wirken.
und nochmal wirken. Ach, da. Okay. So. Passiert was? Ja. Ob das schon war? Ja, da ist eine Brücke entstanden. Ah. Ob wir schon drüber laufen können? Da oben dürfte das Finale warten. Denke ich mal. Das wird hoffentlich spektakulär. Daher speise ich wieder und wieder. So, können wir schon rüberlaufen? Müssten wir eigentlich. Probieren geht über Studieren. Das sollt ihr sehen. In der Ego-Ansicht. In der Außenansicht meines dritten Perspektive. So. Wer ist das? Wir wissen es. Da wartet sie. Nein, er wartet da. Göttin Miranda. Du hast... Miranda hat Hand an sich gelegt. Sie hat es nicht verkraftet, was mit ihrem Sohn geschehen ist. Hm. Oh, welch bittere Ironie ist es nur, dass die Unsterblichen nicht gegen sich selbst gefeit sind. Das ist der letzte Gott, Tier. Nun bin ich der letzte der Lichtgeborenen. Und ihr steht vor mir. Eine Klinge in der Hand, die es vermag, mich zu töten. Und mit dem Wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als damit der Telemaltar zu werden und den Menschen zu geben, was ihnen nach Arantea als Ideal zustand. Die Freiheit. Doch bevor ihr den tödlichen Streich vollführt, will ich euch anraten, dies alles zu bedenken. Natürlich, wenn die Lichtgeborenen alle nicht mehr sind, erlangen die Menschen eine Herrschaft ihrer selbst. Aber überlegt euch nur, wer diese Herrschaft dann leitet. Würde die Aristokratie der Privilegierten tatsächlich durch eine Demokratie ersetzt werden? Oder nur durch die Alleinherrschaft desjenigen, der sich am besten durchzusetzen vermag? So, jetzt ist das eine der wichtigsten Entscheidungen. Eventuell führt das jetzt zu zwei verschiedenen Enden. Deswegen werde ich mal sagen... Ach ja, gab es denn eine, als Arantheal den Gott Nerims Erodan tötete? Nein, Baratheon riss die Macht an sich und regierte allein. Ging es Arctwend denn besser, nachdem ich mich von dort zurückgezogen hatte, um zu sehen, wie die Menschen sich selbst regieren würden? Nein, es ging unter. Ihr dürft euch nicht nur die Frage stellen, ob eine Herrschaft gerecht ist. Das war die der Lichtgeborenen nicht unbedingt, dies weiß ich. Jedoch müsst ihr euch auch fragen, ob eine Herrschaft vielleicht notwendig ist. Und ja, das war sie. Denn sie war beständig. Aber gut, ich überlasse euch Menschen die Länder dieser Welt gerne. Jeder muss irgendwann einmal scheiden. Und nun ist es an den Lichtgeborenen zu gehen. Tötet mich. Geht von dannen und errichtet eine neue Ordnung. Und seht zu, wie sie scheitert. Genauso gut könntet ihr euch eine Exklave auf dem Meeresgrund errichten, abgeschottet von jeglicher Zivilisation und dort in eurer eingebildeten Gottlosigkeit schwelgen, bis ihr und die Menschheit schließlich erkennt, dass ihr euch von den Göttern nur befreien könnt, indem ihr selbst diesen Platz einnehmt. Um es auf den Punkt zu bringen, ihr Menschen seid unfähig, über euch selbst zu herrschen, ohne einer höheren Macht die Kontrolle anzuvertrauen. Und ihr seid unfähig, euch von dieser höheren Macht zu lösen. Denn wenn ihr es versucht, werdet ihr selbst zu dieser Macht. Und das Spiel beginnt von vorn. Und nun stelle ich euch vor die große Entscheidung. Sie ist rein moralischer Art. Und egal, wie ihr euch entscheidet,
Es wird euch weder ein Vor- noch ein Nachteil daraus entstehen. Ich muss nun gehen und ihr der Schattengott werden. Ihr habt nun die Wahl, mich mit diesem Schwert zu töten und damit allem zu widersprechen, was ich über die Unfähigkeit der Menschheit sagte. Sobald ich tot bin, wird meine Macht in euch übergehen und euch zum Tel-il-Maltat werden lassen. Die zweite Möglichkeit ist, mein Leben zu verschonen und mir die Chance zu geben, mich mit euch zu verbinden. Auch hier wird meine Kraft in euch aufgehen, aber meine Seele wird nicht sterben. Wenn ihr dies wählt, dann stimmt ihr mir darin zu, dass die Menschen eine höhere Macht benötigen, um sich nicht selbst zu zerfleischen. Entweder oder. Es ist eure Entscheidung. Für mich oder gegen mich. Für die Menschen oder gegen sie. Streckt mich mit dem Schwert nieder, wie ich hier stehe. Oder aber geht einige Schritte zurück, um mir zu zeigen, dass ihr mir zustimmt. Ich harre eurer Entscheidung und ich werde sie annehmen. Das ist nun ein wichtiger Punkt, eine interessante Sache. Werden wir nun zurückgehen, einige Schritte, und damit ihm zustimmen, dass die Menschen eine höhere Führung brauchen? Oder werden wir ihn töten und damit den Menschen die Herrschaft überlassen? Wie wir entscheiden, seht ihr jetzt. Ich werde aber beide Enden zeigen, beide Möglichkeiten präsentieren, wenn ihr das wünscht. Ich persönlich werde mich für die Entscheidung dafür entscheiden, was die Storyline vorgegeben hat. Ich werde den Menschen eine Chance geben, zu zeigen, dass sie herrschen können. Ansonsten habe ich ja die Möglichkeit, mich mit ihm zu verbinden. In diesem Fall werde ich ihn töten. Aufgehen. Wie gesagt, wenn ihr es wollt, zeige ich euch auch noch das andere, die andere Möglichkeit. Nun bin ich der Letzte. Doch bevor ihr den... Natürlich. Ach, ihr dürft aber gut gehen, um es... Und nun... Das hat er aber schon gesagt. Ich harre... Ist es vollbracht. Was hat er denn noch? Tiers Seelenspalter. Eine unmenschlich krasse Waffe. Nun brauche ich diese Halskette, die ich schon so lange mit mir trage. Zum letzten Punkt hin wird sie dies nötig. War eine Weise. Akt! Ihr seid der Tel-il-Maltat, der Schattengott Nerims. Genau in eurer Situation befand ich mich damals auch. Und schon bald wurde es gefährlich. Hört genau zu. Den Tel-il-Maltat gibt es nur, weil alles nach Ausgeglichenheit strebt. Die Lichtgeborenen bringen ein Ungleichgewicht in die Welt. Also erhebt sich ein Schattengott, um es zu beseitigen. Das Problem jedoch könnt ihr euch denken. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Jetzt, da die Lichtgeborenen fort sind, ist der Schattengott das Gewicht, welches die Waagschale nach unten drückt. Auch er muss verschwinden, damit alles wieder im Gleichgewicht, im Urzustand ist und der Kreislauf neu beginnen kann. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts nimmt die größte Macht vor, die es in der Welt gibt. Ja, es ist die Macht, welche die Welt beherrscht, welche die Welt ist. Das Schicksal wird kommen und euer Leben fordern. Doch ebenso, wie ich damals Hilfe von einem Schattengott erhielt, werde ich euch in diesem Kampf nun beistehen. Folgendes wird geschehen. In wenigen Minuten wird ein Schicksalsbote erscheinen und euch auffordern, euch selbst zu töten. Kommt ihr dem nicht nach, wird er euch angreifen. Dieser Schicksalsbote ist mächtiger als alles andere, was die Welt je hervorgebracht hat. Na, danke. Wie ich sagte, er ist die Welt selbst. Allerdings kann man ihn dennoch besiegen. Ich bin der lebende Beweis dafür.
Ich habe das Schicksal bereits geschlagen. Ein einzelner Schattengott mag nicht gegen diesen Boten bestehen. Zwei dagegen haben eine reelle Chance. Wir beide zusammen können das Schicksal besiegen. Ich werde euch für den Moment jedoch verlassen und dann wiederkommen, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Mhm. Oh, und übrigens, da hatte sich jemand an Bord des Sternenschiffes geschmuggelt, wenngleich ich bezweifle, dass dies eine gute Idee war. Ihr kennt diesen jemand und ihr werdet ihn gleich wiedersehen. Bleibt standhaft. Kim? Wir werden schon bald miteinander kämpfen. Das heißt, gemeinsam gegen unser beider Feind. Ein Schattengott, endlich. Hä? Och, was denn? Seid ihr etwa überrascht, mich zu hören? Ihr wisst doch, dass ich als Träger des Seelenschinders ewig im Schwert weiterlebe. Ich bin ein Teil dieser Klinge. Und bevor ihr jetzt nur herumsteht, während ihr mir zuhört, könntet ihr euch schon mal zurück in die Stadt begeben. Kommt schon, geht zur Stadt zurück. Nö, ich sitze jetzt hier. Jetzt frage ich mich, soll ich einen Cut machen oder soll ich das Dauer aufnehmen? Als den eventuell letzten Part. Nein. Es ist nicht ganz der letzte Part. Es ist einer der letzten. Daher werde ich hier speichern und tatsächlich einen Cut machen. Der nächste Part könnte der letzte werden. In dem Fall werden wir dann endgültig das Finale sehen. Bis dahin. Ciao.